Hallöchen, meine Lieben, wer diese tolle Unterlage noch nicht kennt, ich war beim Action und zwar eben wegen selbiger, weil ich habe den Kindern schon mal jeweils eine geholt und wir malen jetzt öfter zusammen und ich habe diese Twin Marker auch von Action, die super toll sind, aber ordentlich durchsiffen und mir immer mal eine von den Kindern geklaut oder eine Klarsichtfolie als Unterlage oder eine Zeitung und jetzt habe ich mir für 89 Cent eine eigene geholt. Ja, mein Mann findet das alles nicht ganz so erwachsen und fraulich, aber mir macht's Spaß. Ja. Für 3,79 € habe ich diesen Blumentopf aus Holzrahmen mitgenommen. Es gab ihn auch in Weiß. Ich wollte ihn eigentlich auch in Weiß. Mittlerweile finde ich den Grauen sogar noch besser für meinen Zweck, denn ich möchte ein Osterarrangement damit machen. Ja, dann, die kennen bestimmt schon einige von Facebook. Ich bin auch darüber auf sie aufmerksam geworden. Und zwar sind das diese Dancing Flame Solarfackeln. Sie gingen im Treppenhaus auch schon an und sehen wirklich wunderschön aus. Eine kostet 4,95 €, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich muss mal schnell mal hier nochmal nachgucken. Genau, 4,95 €. Zwei Stück habe ich mir davon mitgenommen. Jetzt sind wir auch für den Sommer beleuchtungstechnisch auch schon ausgerüstet auf dem Balkon. Dann habe ich heute zum ersten Mal gesehen, selber mal gerade auflesen, diese Weight Watchers Cookies. Einmal sind das hier, glaube ich, Sonnenblumenkerne und Cranberries. Cool ist da, dass auch wieder die Kalorienangabe steht. 87 Cent pro 87 Kalorien pro Stück, nicht Cent. Und einmal habe ich hier Vanille Heidelbeer. Steht hier, glaube ich, irgendwo auch mal in Deutsch. Ich weiß es nicht. 85 Kalorien. Warum habe ich die mitgenommen? Und zwar, weil meine liebsten Rocky-Reis nicht mehr da sind. Die gibt es immer nur in Orange, die esse ich aber nicht. Und deswegen warte ich, bis die wiederkommen. Und wo wir gerade beim Thema Weight Watchers sind, hier gibt es jetzt neu 0% Soßen. Jeweils 1,29 €, zuckerfrei und fettfrei. Wenig Kalorien, also hier sind es zum Beispiel 3 Kalorien pro 15 Milliliter. Also es sind jetzt nicht diese No-Calorie-Soßen, sondern einfach nur fett- und zuckerfrei. Davon habe ich die Mayonnaise mitgenommen. Die Sweet-Chili-Soße. Also man sieht auch, eine Kalorien bei 15 Milliliter, ja. Die sind nicht 0 Kalorie, aber trotzdem fett- und zuckerfrei. Und noch das Caesars-Dressing. Schauen wir mal. Wie gesagt, jeweils 1,29 €, finde ich, macht man auch nichts verkehrt, denn bei diesen ganzen Online-Shops, die Soßen sind viel, viel teurer. Und ja, ich gucke mal, dass ich das hier so ein bisschen ordentlich hinkriege, deswegen muss ich hier mal schnell ein bisschen wühlen, was ich hier alles noch so mit habe. Genau, das nennt sich Johannese. So, dann als nächstes, die habe ich für die Kinder geholt, habe ich aber jetzt, wo es mir so schlecht ging, selber öfter mal gegessen. Und zwar sind das hier diese Twinnies. Das sind so Doppelkekse, ähnlich so Prinzenrolle oder Oreos. Die kosten 99 Cent und da hat man dann fünfmal, ich glaube, 3 Stück. 6 Stück sogar. 6 Stücke sind in so einer Packung und die sind zweimal. Dann also 10 solche 6er-Packs sind da drin für 99 Cent. So, dann gucken wir mal weiter, dass man das vielleicht ein bisschen auf dem Kassenzettel in der Reihe kriegen. Als nächstes auch 2 Stück diese Schoko-Cranberries. Die esse ich unheimlich gerne mal so ein paar Stück in den Mund. Hat man so die Lust auf Süßes schnell gestillt. Diese kosten 1,89 €. Dann ebenfalls zweimal mitgenommen habe ich die Tender in Milch. Diese kosten 1,49 €. Dann gab es Backmischungen diese Woche neu im Angebot. Und zwar habe ich da zweimal diese Baked Schoko Brownies mitgenommen. Da ist sogar schon die Backform und alles mit drin. Brauchen wir nur noch Butter und Wasser. Mega geile Nummer. Und fand ich auch richtig toll. Muss ich mal gucken. Diese haben außerdem jeweils 1,29 € gekostet. Und dann habe ich mir von diesen Bake It Till You Make It Dingern diese Brussels
Waffles mitgenommen. Brüsseler Waffeln. Mix for real Brüssel Waffles. Also auch die haben 1,29 gekostet. Brüsseler Waffeln. Nee, hey, warte mal, ich habe gelogen. Siehst du, 1,29 waren die Brownies. Die Brüsseler Waffeln haben sogar nur 99 Cent gekostet. Jetzt hätte ich euch fast beschissen. Ja. Fast beschissen. Die waren nur 99 Cent. Was ist das? Ah ja. Hier für die Kinder, für die Dosen habe ich mitgenommen diese Funny Cups, Schoko Cups. Hat man immer mal so ein kleines nices Schmankerl für reinzutun. Diese haben gekostet 1,89 €. Dann habe ich für das Osternestchen mitgenommen. Einmal, ja, der Jason knetet jetzt nicht mehr so oft. Aber wenn, fand ich hier diesen Hund ganz cool. Es gab ja auch früher mal so einen Friseur, wo man dann die Knete oben raus so rausdrücken konnte. Und für die Katie, sie hält sich immer noch für eine Katze. Fand ich das hier ganz süß. Diesen Katzenroller und diese Mauseform. Sehr süß. Ja, jeweils 1,99 haben die gekostet. Dann, da freue ich mich riesig drüber, denn ich habe schon ein etwas größeres Pflanzset gekauft und wir sind total begeistert. Und zwar habe ich diese Kitchen Herbs mitgenommen. Das sind Küchenkräuter in Topf mit Erde. Hast sogar einen Untertopf, schöne so, ja, pastellige Eimerchen. Jetzt steht das da, Parsley. Tüdelü. Petersilie, Oregano und Schnittlauch. Ja, die fand ich auch ganz schick. Denn wir haben schon Mini-Gurken und Cherry-Tomaten. Die lieben die Kinder ohne Ende. Dann habe ich für die Katie eine Dose mit Klickverschluss mitgenommen. Für 1,59 €. LOL Surprise. Warum das? Nicht als Brotdose, sondern da kann sie sich so ihren kleinen Kram reintun. 1,59 € fand ich absolut. Absolut gängig. Ja, dann habe ich hier auch fürs Osternest, ich sammle da immer so kleinen Spökes, solche Kneiffiguren oder Quetschfiguren nennen die sich. Für die Katie halt ein Einhorn. Das sieht man jetzt nicht so gut. Und für den Jason einen Kackehaufen. Soll jetzt keine verdeckte Message sein, sondern ja. Dann hier diese. Diesen Hängekorb aus Kunststoff für die Küchenabfälle da von der Tischplatte ordentlich runterwischen zu können und dann in den Kompost entsorgen zu können. 99 Cent haben diese gekostet. Dann habe ich für 1,69 noch Milka Nussini mitgenommen. Ja, wir sehen schon, das ist alles süßigkeitenlastig. Unser Süßigkeitenschrank ist nahezu leer und ja, da musste mal ein bisschen was aufgefüllt werden. Ja, das habe ich auch noch mitgenommen, diese Sponge Cakes mit Kakaofüllung. Das sind richtig süße Teddybärchen. Die sind auch noch mal extra eingepackt, dass man die schön in die Dose tun kann oder für unterwegs mal in der Tasche was Kleines zu knabbern hat. Auch zweimal mitgenommen. Diese kosten 1,90 €. Dann habe ich zweimal, natürlich, ne, für jedes Kind einmal dieses, ja, wie nennt sich das? Osterspielbuch mit Stickern mitgenommen. Oh. So, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Da sind dann halt so Rätsel drin und was zum Ausmalen und ja, halt hier auch einige süße österlichte Sticker, dass sie sich da so ein bisschen kreativ entfalten können. Diese kosten 72 Cent. Jawohl. 72 Cent. Dann habe ich zweimal mitgenommen. Die habe ich zum ersten Mal gesehen. Jesus, ich habe alles zweimal. Und zwar sehen die für mich aus wie Kinder-Buenos. Kosten nur viel, viel weniger. Nämlich hat hier ein so ein Fünferpack gerade mal 79 Cent gekostet. Dafür kriegen wir keine Kinder-Buenos. Ne? Das wissen wir ja alle. Das war das. Dann habe ich noch einmal Buntstifte mitgenommen. Und zwar diese hier. Die hatten heute eigentlich solche von Bic, glaube ich, nennt sich das im Angebot. Da waren aber nicht mal ein Drittel von den Farben drin.
Deswegen habe ich hier die mitgenommen und vor allen Dingen, die sind gleich schon in so einer Blechschachtel. Da können sie auch eigentlich drin bleiben. Da könnt ihr die aufklappen, sehen sofort alle Farben und können damit malen. 1,99 und ja, jetzt weiß ich, warum der Kassenzettel etwas größer war. Habe ich hier noch einmal mitgenommen. Diese hier, diese Filzstifte, Fasermaler. Und zwar hat das einen ganz besonderen Grund, weil die auf Wasserbasis sind und somit wieder auszuwaschen gehen. Denn die Kinder haben jetzt schon mega Bock, Filzstifte zu malen. Aber ich kriege das meiste nicht mehr aus den Klamotten raus. Und deswegen, warte mal, hier hinten steht es auch drauf. Na? Fasermaler, Malvergnügen, Tinte ist auf Wasserfaser und aus den meisten Textilarten sehr gut auswaschbar. Geruchslos und auf höchsten Qualitätsansprüchen. Ja. Deswegen habe ich die noch mitgenommen. Die waren etwas teurer, 5,47 €. Ja. Hier ist auch nochmal extra das Zeichen. Genau deswegen habe ich die nämlich mitgenommen, dass man die auch wieder auswaschen kann. Ja, das war unser bunter gemischter Einkauf hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Heute habe ich auch mal alle Preise hier euch nennen können und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!